Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Tunic und wir haben ein bisschen was zu machen. Ich hatte ja mal überlegt, mache ich das jetzt zum 100% Let's Play oder mache ich das nicht zum 100% Let's Play? Und ich habe mich dazu entschieden, ich möchte alle Geheimnisse dieses Spiels entdecken. Und ich weiß so ein bisschen was, wie das ungefähr funktioniert, aber auch nicht alles. Und ich habe mich jetzt entschieden, ich versuche so viel wie möglich selber zu lösen, was an Rätseln irgendwie sich mir offenbart. Und das erste Rätsel, was ich gesehen habe, was sich halt wirklich anbietet, ist dieses Windradrätsel. Und ich habe das, glaube ich, mittlerweile verstanden. Ich weiß ja, und wir wissen alle, wir müssen mit dem D-Pad Sachen eingeben. Und hier sind ja auch quasi Schnitte, rechts auf diesem Ding neben dem Windrad sind Schnitte markiert und welche Richtung die repräsentieren. Ne? Also können wir dieses Rätsel lösen. Und es steht auch da die Reihenfolge. Es fängt an mit dem äußeren Schnitt, der rechts drin ist. Und damit fangen wir an. Und da ich das ein bisschen bildlicher für euch darstellen möchte, habe ich mich hier schon hier hingestellt und ich mache jetzt Folgendes. Ich mache jetzt einen Screenshot. Okay. Und das andere ist oben. Moment, das, was abgeschnitten ist, ist oben. Ihr werdet jetzt kein Spiel hören. Und ganz, ganz wichtig anstelle auch nochmal ganz kurz ein Abonnement und einen Daumen nach oben sind natürlich umsonst, das wissen wir alle. Und jetzt Folgendes. Hier haben wir ganz kurz Photoshop eingeblendet. So, ich hatte gesagt, nach oben war. Also war das nach oben das fehlende? Moment, ich gucke mal ganz kurz im Spiel. Mal ganz kurz schauen, dass ich das richtig sehe. Die beiden rechts sind da. Nee, warte mal. Doch. Dann ist das da und dann ist das rechts und das ist nach der untere Schnitt. Hier ist nochmal ein Untenschnitt. So war das. Hier ist quasi nochmal so ein Ding. Nur mit einem Schnitt nach unten. Das markiere ich mal eben so und dann Schnitt nach unten. So. Sieht zwar aus wie so ein bisschen wie ein Popo, ein sehr komischer Popo, aber immerhin. Und jetzt können wir uns das mal angucken, mal ganz kurz. Und dann lösen wir das. Wir haben ja in dem Buch. Moment, ich screenshot doch mal ganz kurz das Buch. Ich weiß, es ist jetzt alles ein bisschen technisch. Aber das Spiel möchte, dass man das so macht. Das ist genau der Punkt. Genau das möchte das Spiel, dass wir das so tun. Das ist der Punkt. Deswegen gehen wir jetzt wieder nach Photoshop und ich möchte euch das einfach auch erleben lassen, was wir jetzt hier tun. Das ist mir wichtig. Wir sehen jetzt hier die Lösung. Also seht ihr meine Maus? Ja, ihr seht meine Maus. Ein Schnitt rechts heißt rechts. Ein Schnitt oben heißt nach oben. Schnitt links heißt nach links. Ein Schnitt nach unten heißt nach unten. Wir sind Anfang da, wo es rechts reingeschnitten wird. Das heißt, hier fangen wir an. Es gibt sonst kein einziges, wo es nochmal rechts ist. Das heißt, wir fangen hier an und gehen rundherum und gehen hier rum. Und dann, wenn wir beim letzten angekommen sind, gehen wir in die Mitte, also in das innere Ding und gehen da nochmal rundherum. Und das ist die Lösung. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, machen aber eine neue Ebene und fangen an mit dem, wo es rechts reinschneidet. Hier. Das heißt, das erste Ding, was wir machen müssen, ist rechts. Ich mach mal ganz kurz den Fluss hier aus. Ne, Glättung. Glättung müssen wir ausmachen. So. Erste ist rechts. Dann geht's nach unten. Unten. Dann geht's nach links. Ups. Schöner machen. Dann geht es wieder nach links. Ne, ja. Moment. Ich habe nicht so viel Platz. Links. Dann sind wir jetzt links, links. Und dann geht es nach unten. Und dann geht es nach, oh mein Gott, nach oben. Nach oben. Dann sind wir wieder hier. Das heißt, jetzt geht es hier nach unten. Nach unten. Dann geht es nach rechts. Dann geht es nach links. Dann geht es nach unten. Dann geht es nach rechts, ne? Moment, ich mache das mal ein bisschen schöner. Nach rechts. Dann geht es nach oben. Und das war's, ne? Das ist die Lösung. Rechts, unten, links, links, unten, oben, unten, rechts, links, unten, rechts, oben. So, ich schiebe das wieder auf einen anderen Monitor, gehen wir wieder ins Spiel und versuchen das mal einzugeben vor dem Ding. Hoffentlich habe ich alles richtig gemacht. Rechts, unten, links, links, unten, oben, unten, rechts, links, unten, rechts, oben. Wir haben es falsch gemacht. Das ist doch schon mal schön, oder? Wenn wir erstmal verkacken. Ich mache nochmal einen Screenshot. Das Ding, was da übrig ist, ist dann nach oben. Nach oben. Wir machen es einfach nochmal. Das kann ein bisschen dauern. Ich weiß, es ist vielleicht nervig, aber es kann ein bisschen dauern. So. Ich glaube, ich habe das hier falsch eingeschätzt. Das war ja natürlich dann nach oben. Ne? Habe ich das richtig gemacht gerade eben? Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach neu. So, das Ding, was ich hier nicht habe gerade, ist das Ding, was hier ist, und das ist das nach oben quasi. Glaube ich.
Je nachdem, was für eine Perspektive das ist, ne? Das ist dann nach oben. Das heißt, hier ist es nach oben. Das heißt, wir gehen von dem, wo es rechts ist, und dann geht es also rechts. Upsala, ich muss das schöner machen. Ich muss das für euch schöner machen. Rechts, unten, links und wieder links. Also zweimal links ist richtig, würde ich sagen. Dann ist das Ding nach oben, was ich gerade eben gesagt habe, genau nach oben. Dann, oh, das habe ich auch nicht. Moment, ich gucke mal ganz kurz im Spiel. Ist ja das nach oben und dann kommt wieder oben. Ah, es kommt zweimal hintereinander oben. Haben wir das gerade eben auch so gehabt? Nee, ne? Das war anders. Ja, links, links, oben, unten hatte ich gerade eben. Das war falsch. So. Jetzt haben wir oben. Oben, ist das richtig? Ja. Ja, oder? Nee, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Kompliziert. Das ist das da, dann ist das da, dann ist das da, das. Nee. Ich bin so massiv verwirrt. Ah, das ist das oben, genau. Nee, das ist oben, oben. Das ist das hier, was man noch sehen kann, gerade im Spielbildschirm. Und dann geht es weiter zum nächsten Ding. Das ist oben, oben. Und dann geht es nach links, wenn ich das richtig sehe. Links. Und dann geht es nach unten. Und dann geht es nach rechts? Ne, nach links. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Oh, nee. Oben, oben. Ah, das ist das rechts. Warte mal, es geht nicht nach links. Es geht nicht nach links. Wir müssen jetzt in die nächste Ebene, ne? Weil es sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben die 6 jetzt, genau. Jetzt geht es hier eins nach oben. Das heißt, jetzt kommt unten. Unten, rechts. Dann kommt links. Und dann kommt nach unten. Wenn wir das jetzt drehen, dann ist es nicht nach links, sondern nach rechts. Und dann kommt nach oben. Das müsste es jetzt sein. Haben wir jetzt eine andere Lösung als gerade eben? Eine grundlegend andere Lösung. Da haben wir nur eins verkackt gehabt. Rechts, unten, links, links. Ach, das hat nur auch unten, oben. Unten, rechts, links, unten, rechts, oben. Okay, wir hatten nur das oben, oben. Das hatten wir falsch. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Drückt mir die Daumen, meine lieben Freunde. Drückt mir die Daumen. Ich schaue es mal hier hin. Links, unten, rechts, rechts, oben, oben, unten, rechts, links, unten, rechts, oben. Warum? Spiel! Rechts, unten, links, links, oben, oben, unten, rechts, links, unten. Okay, ich gucke mal ganz kurz die Lösung. Ich will wissen, wie weit ich davon weg war. Tunic Windmill Solution. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Ich will wissen, wie weit war ich weg von dem eigentlichen. Hä? Der Anfang ist unten? Ach so. Ja, wir haben alles richtig. Das ist das letzte Ding. Ah, nee, warte mal, hey. Okay, ich habe die Lösung jetzt hier. Ich sage euch die Lösung mal ganz kurz. Sie ist unten, links, links. Und wir haben ja hier, Moment, wir haben bei Photoshop ja hier unten, links, links. Das haben wir auch. Dann hoch, hoch. Das haben wir auch. Dann ist aber angeblich rechts und dann wieder rechts. Und dann links, unten, rechts, oben. Und dann wieder runter. Ich bin mir gerade unsicher, warum das so ist. Weil ich dachte, es fängt jetzt hier bei dem dann an mit rechts. Aber das ist scheinbar das letzte dann. Nee, warte mal, hey. Ihr wisst ungefähr, wie man es löst. Ich habe die Lösung jetzt hier offen. Ich mache sie jetzt mal. Es ist halt leider sehr, sehr, sehr schwer. Unten links, links, oben, oben, rechts, rechts, links, unten, rechts, oben, unten. Okay. Aber ihr wisst ungefähr, wie man es löst. Ich hab's einfach verkackt. So, dann haben wir den ersten Schatz jetzt geholt. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz woanders hin. Ich weiß, es ist vielleicht jetzt gerade nicht das Spannendste, was ich hier gerade mache, aber es gehört halt auch dazu zum Spiel. Und dann gehen wir mal ganz kurz hier rüber. Wir müssen nochmal das mit dem Geist jetzt aufhören. Wir müssen mit dem Geist brechen. Wir müssen jetzt wieder ein normaler Fuchs werden. Das ist wichtig. So.
Und deswegen gehen wir noch das letzte Upgrade holen, was wir noch wieder herstellen müssen. Und wir wissen ja durch das Handbuch schon, dass das in dem Schneegebiet oben ist. Und da gehen wir jetzt mal ganz kurz hin, weil erstmal habe ich natürlich gesagt, wie soll das denn funktionieren? Da kommen wir ja gar nicht durchs Tor. Müssen wir durchs Tor? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir da durch müssen. Ich glaube nämlich, dass in der Nacht das alles ein bisschen anders ist da oben. Weil vieles in dieser Welt hat sich ja verändert in der Nacht. Von daher bin ich da guter Dinge, dass wir da jetzt hinkommen ohne Probleme. Ich weiß nur nicht, ob wir hier rum können dafür. Wir hier dahin? Ah ja, okay, hier ist eine Leiter. Okay, doch, wir kommen hier hin. Wunderbar. Wir kommen hier hin. Ich habe mich aber muted, ne? Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit rede. Doch, okay. Ich muss ein bisschen schauen. Es tut mir leid. Es ist alles gerade ein bisschen kompliziert für mich hier. Ihr könnt es nachvollziehen. Ich muss auch Photoshop nebenher offen haben. Ich muss mir Gedanken über die Rätsel machen und so weiter und so fort. Heute ist wirklich kompliziert. Kann man nicht anders sagen. So, und dann gehen wir mal hier oben zum Tor, weil da soll natürlich auch was sein. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja auch was. Irgendeinen Weg, wo wir jetzt lang können oder so. Was hatte ich hier vorne mit der Treppe? Können wir hier irgendwo lang? Nee. Offensichtlich nicht. Vielleicht können wir von hier irgendwo mit dem Dash irgendwo hin. Okay, da können wir nicht hin. Was ist hier vorne mit dem Weg? Können wir hier irgendwas machen? Weil es kann nicht sein, dass wir die Tür öffnen müssen, weil ich weiß, dass die Tür auch ein Rätsel ist. Mit einem richtig langen Passwort. Es wird noch richtig spaßig, das rauszufinden. Was ist das hier vorne? Da ist doch ein Weg da hinten. Kann man da irgendwie hin? Nee, offensichtlich nicht. Warum kann man hier nicht lang? Verstehe ich nicht. Okay, interessant. Also ich könnte natürlich auch nachgucken, ne? Und dann würde es aber langweilig werden, glaube ich, im Let's Play, wenn ich einfach alles nachschaue und euch zeige. Ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd, wenn ich nichts davon selbst rausfinde, oder? Hat man da unten irgendwas? Ich weiß durch die Anleitung, dass wir hier hin müssen, aber... ich weiß nicht, was wir hier tun müssen. Es gibt hier keine Fuchsstatue, das weiß ich schon. Warte mal, ist da unten noch irgendein Weg? Guck mal, da ist auch noch irgendwas. Hier ist auch nichts, ne? Sieht schlecht aus. Ich weiß, dass das Spiel sehr gerne Sachen versteckt. So viel weiß ich ja schon. Sag mal so, wenn ich jetzt hier so 3-4 Minuten gehangen habe und nichts finde, dann gucke ich nach, damit es einfach für das Let's Play angenehmer wird, aber ich möchte trotzdem erstmal selber schauen, weil es muss hier ja irgendwas sein, es steht ja in der Anleitung, wir haben es ja gelesen im letzten Part oder im vorletzten Part, wir haben es gelesen, dass es hier sein muss, weil es steht in der Anleitung, also die Anleitung ist quasi das Gesetz dieser Welt. Können wir hier lang? Nee. Es sieht so aus, als wäre da hinten so ein Weg, wo man lang könnte. Hier kommen wir nicht lang. Hier oben waren wir schon eigentlich. Aber können wir hier rüber? Nee.
Oha, die Kamera hat sich bewegt. Aha! Dieses Spiel, Leute, dieses Spiel. Es ist unfassbar. Ich hasse dieses Spiel. Was ist da los mit dir? Spiel! Was soll das denn jetzt? Jetzt fängt das Spiel einfach an, richtig fiese Wege zu verstecken. Aber richtig fiese Wege. Oh, das ist so stark. Kann man nicht gegenschlagen. Ich weiß gerade, wo wir sind. Wir sind wieder in dem Steinbruch, ne? Weil ich sehe dieses Seil und ich erinnere mich an dieses Seil. Ich erinnere mich an diesen Turm, wo man runter kann. Aber jetzt ist dieser ganze Steinbruch komplett aufgefüllt mit diesem lebensabziehenden Zeug. Oder maximal lebensabziehenden Zeug. Grauenvoll. Aber ich wollte auch eh nochmal hier hin, wegen Truhen und so. Aber ich glaube, ich werde hier keine Truhen finden, wenn ich ehrlich bin. Aber... Oha, oha, oha. Oha, oha, oha. Was bringt das einem hier? Kann man irgendwo hier hin? Aha. Wir kommen wieder rein in dieses Kloster oder was auch immer das war. Glaube ich. Ich glaube, das ist der Weg, ne? Ja, das Kloster, genau. Oh mein Gott, hier drin ist es nicht schön. Da ist es komplett voll mit dem Zeug. Ich glaube, das ist nicht der Weg, den wir gehen sollen. Ich frage mich, ob hier auch Gegner sind jetzt, aber vermute ich schon. Vermute ich schon. Kommen wir jetzt eigentlich zu der Statue hier? Ja, ne? Ah, guck mal einer an. Wir kommen zu der Statue. Oh, das Zeug explodiert. Gut zu wissen. Hier ist eine Leiter. War die schon immer da? Und ich habe sie einfach nicht genommen? Ah, ne. Doch. Weil ich muss ja hier oben schon mal gewesen sein. Okay. Dann schauen wir mal. Da ist noch eine Kiste? Warum habe ich... Achso, weil ich mit dem Dash hier rüberkomme. Deswegen habe ich sie nicht genommen. Ui, das ist doch wieder Upgrade-Item für Mana, oder? Mana, Mana. Mi, 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 mi. Ja, Mana, Mana. Mi, 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 mi. Mana, Mana. Können wir hier auf die Säulen? Nee. Vielleicht von hier irgendwie? Nee. Vielleicht von hier? Nee. Na ja, gut. Okay. Upsala. Das war einfach nur quasi... Um noch das Item zu holen. Gut zu wissen. Wir müssen aber ins Kloster rein, oder? Ich sehe das richtig, ne? Weil es gibt, glaube ich, keinen Weg hier. Woanders hin. Alles, was unten ist, können wir nicht mehr hin. Wir müssen, glaube ich, ins Kloster rein. Aber vielleicht ist der Weg von hier besser. Das kann durchaus sein. Oder er ist genauso schlimm. Das kann auch sein. Ja, aber schauen wir mal. Eieiei. Aber hier ist der Weg normal, so wie er vorher auch schon war. Ah, guck mal, da ist so ein Ding zum Beten. Aber ich weiß nicht, ob das ganz ist, weil es sieht schon sehr kaputt aus, wenn ich ehrlich bin. Eieiei, kann man da beten dran? Nein, damit haben wir uns jetzt unser gesamtes Leben abgezogen. Oh, ich bin so dumm. Wir können doch... Oh, jetzt hab ich vergessen, aber wir machen es für nachher. Wir können auch jetzt hier das hier nutzen und wir können auch da die Maske reinsetzen. Und dann passiert das nicht mehr, ne? Ah, doch. Okay, passiert doch noch. Ja, wenn wir jetzt sterben, haben wir es verdient, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber hier können wir nicht hoch, ne? Also hier ist nichts. Gibt es ja irgendwo einen geheimen Weg, den ich nicht gesehen habe? Warte mal. War die Fuchsstatue nicht da oben oder so? Ich bin mir gerade unsicher, wo die Fuchsstatue war. Wir müssen ja Hauptsache zur Fuchsstatue. Alles andere ist uns eher egal. Wir müssen zur Fuchsstatue. Wir müssen beten gehen. Wir sind ja gläubig, wir müssen ja erstmal unseren Glauben unter Beweis stellen und erstmal ein bisschen beten gehen. Hm. Es hat nur die Frage, wo wir da hingehen. Also irgendwas checke ich gerade nicht. Irgendwas checke ich nicht. Yay.
Mehr Mana, Mana. Jetzt haben wir 4 Schüsse mit der Knarre. Das ist eigentlich ganz geil. Also damit ist der Endboss, glaube ich, schon mal ein deutliches Stück einfacher als vorher. Ah, wir können hier vorne... Nee, wir können hier nicht rüber. Ich dachte gerade, wir können hier vielleicht rüber, aber... Hier ist auch nichts. Die Frage ist, wo ist hier die Statue? Das ist meine Preisfrage. Ah, doch, wir können doch hier drauf. Aber das bringt einem nichts. Oder? Das bringt einem gar nichts. Ich bin ein wenig verwirrt, wenn ich das so sagen darf. Da unten leuchtet was. Kann man da unten hin? Kann man hier irgendwo lang? Sieht schlecht aus, ne? Kann man das Ding angreifen? Nein. Weg. Aber wir können Folgendes vielleicht machen, aber ich weiß nicht, ob das auch was bringt. Ne, auf die Balken können wir hier nicht drauf. Aber ich meine mich zu erinnern, dass die Fuchsstatue hier in diesem Schleim drin ist. Oh mein Gott. Wie hält der aus? Das ist gut. Was? Das war gut. Okay, er ist down. Ah, seht ihr? Ich habe recht. Ich hatte recht mit der Statue. Die war hier drin. Oh. Okay, wir haben es geschafft. Ja, wir sind kein Geist mehr. Wir sind kein Geist mehr. Oh yeah. Wir sind wieder ein lebendiger Fuchs. Voller Lebensenergie. Das freut mich. Das freut mich sehr. Wir sind wieder ein lebendiger, mutiger Fuchs, der sich den Gegnern entgegenstellt. Hoffentlich kommt jetzt kein Gegner mehr, weil ich habe nämlich kein Leben mehr. Okay, wir haben es geschafft. Und jetzt kommt nämlich das, was ich mir schon mal verstanden habe, glaube ich. Also gelesen habe und dachte, dass es die Möglichkeit ist, vom Geist wieder zurückzukommen. Aber der Weg, den ich da gedacht habe, das ist nämlich ein ganz anderer Weg.
Also, ja, ich weiß ja, ja doch, ich sag's einfach. Ich habe gesagt, dass wir im Bett schlafen sollen und ich dachte, damit würden wir wieder zum normalen Fuchs werden. Das war aber scheinbar nicht so. Zum normalen Fuchs werden wir nur dann, wenn wir alle unsere Dinger wieder bekommen, unsere gesamte Stärke zurückbekommen, wie man jetzt sieht. Aber jetzt ist nachts im Spiel und nachts ist die Welt halt anders als am Tag und wenn wir jetzt schlafen gehen, ist die Welt wieder so, wie wir sie kennen. Und da können wir nochmal gucken, ob wir irgendwelche Dinge jetzt entdecken können mit unserer neuen Fähigkeit, die uns vielleicht weiterhelfen im Kampf gegen den Erben. Das ist ja quasi der Erbe dann, ne? The Heir. Ja, das ist der Erbe, ja. Naja. Ja, ja. Das stimmt soweit. Und ich überlege gerade, ob ich das für euch auf YouTube vielleicht ein bisschen so mache, mit den Rätseln, dass ich jetzt versuche, ein Rätsel zu lösen, mit Bildern, Screenshots, die ich mache, und dann euch zeige, was für Screenshots ich mir gemacht habe, um das zu lösen, aber ich weiß nicht. Nachher sagt mir jemand, da, du hast doch eh nur nachgeguckt. So wie ich das jetzt gerade mit dem Rätsel vorhin gemacht habe, aber da habe ich es auch gesagt, dass ich nachgeguckt habe. Weil ich nämlich tatsächlich nicht ganz gecheckt habe, wie das mit der Mühle funktioniert, mit dem Windrad. Aber sowas passiert halt, nicht wahr? Sowas passiert. Okay, ich glaube... Warte mal, wo war das? Hier war das. Ja, hier war das Bett. Glaube ich, hier drin. Ja, jetzt können wir schlafen. Erstmal eine Runde ausruhen, nach dem ganzen Abenteuer hier. Jetzt ist wieder Tag, ne? Mit allen Gegnern und allem. Ja. Mit der neuen Fähigkeit, mit der ich einfach hier... hinter ihnen, bam bam. Es ist so gut, die neue Fähigkeit. Das ist echt die beste Fähigkeit im gesamten Spiel, muss man einfach sagen, wie es ist. Die ist einfach krass. Oh, tschu, tschu, tschu. Es ist so gut, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Diese Dash-Fähigkeit ist echt hammergut. So. Wir haben noch was zu machen. Eine Sache weiß ich, weil ich es bei Vakarius gesehen habe. Weil ich gesehen habe und da wusste ich da, ah, da war ich doch schon mal. Und deswegen weiß ich, dass ich da jetzt hin muss. Seitdem wir das wissen mit dem D-Pad. Ich glaube, hier war das, ne? Da unten war das, glaube ich. Da ist nämlich eine Tür. Da ist eine Tür, glaube ich, drin, oder? Ja, oder so ein Ding hier. Also rechts oben, links oben, rechts unten, rechts oben, links unten, rechts oben, rechts unten, links unten. Links unten, oben, links unten, ja. Ihr habt schon verstanden. Ich folge dem Pfad einfach. Folgen Sie dem Pfad. Und da ist noch so eine Truhe. Okay, es gibt nicht nur diese Statuen, 12 Stück, glaube ich, sondern es gibt auch noch 20 versteckte Feen, habe ich gehört. Wo die sind gerade, keine Ahnung. Da werden wir so einige Rätsel lösen müssen, glaube ich, für. Dass wir da so weit sind. Aber das Ding da unten, das will ich screenshotten. Ich habe die Screenshots leider nicht mehr. Ich habe schon mal gesagt, ich screenshotte die Dinger, aber ich habe die Screenshots leider verlegt. Ich habe den Computer einfach neu gestartet. Aber die kann man immer noch nicht besiegen damit. Guck mal. Wenn man hinter sich hinter die teleportiert, drehen die sich einfach in einen Schwung nach 180 Grad. Das ist ein bisschen schade. Das finde ich ein bisschen unfair, wenn ich ehrlich bin, aber gut. So ist es halt. Was will man machen? Hier unten waren wir noch nie, als es nicht Nacht war. Aber ich glaube, hier unten ist auch sonst nichts mehr, oder? Ja gut, das Stück. Ne, das Stück können wir noch holen. Dann screenshotte ich das mal eben ganz kurz. Speichere das im Greenshot-Editor und dann geht's weiter. Badam, bam, bam, bam. Haben wir das Ding noch nie aktiviert? Ach, das war dieser... Ah, das war der Block, den wir... Okay. Ich würde aber gerne wissen, ob hier unten noch irgendwas ist jetzt mit dem Dash, wenn ich ehrlich bin. Ja, hier kommen wir jetzt auch zum Beispiel rüber. Das konnten wir früher auch noch nie. Das ist der Friedhof. Hä? Die war noch nie am Tag am Friedhof. Das ist auch was Neues. Ich glaube nicht, dass am Tag noch was Neues hier zu entdecken ist, weil der Friedhof war ja eigentlich nicht wirklich anders, ne, als er sonst vermutlich wäre. Außer, dass hier zum Beispiel die Tür da verschlossen ist am Tag, offensichtlich da unten. Wie kamen wir von hier nochmal weg? Ah, da unten.
Okay. Aber kann es sein, dass hier am Tag gar keine Gegner sind? Sehe ich das gerade richtig? Kann es sein, dass hier keine Treppe mehr nach oben ist, wie es früher war? Hier ist was zum Öffnen, ah. Okay, war nur ein bisschen Währung. Aber scheinbar ist dieser Weg jetzt hier anders, ne? Ah ne, da ging es runter, okay. Die Truhe hätten wir also schon immer öffnen können. Aha, hier kommen wir nur mit dem Dash rüber, okay. Ach stimmt, wir kamen ja auch nur weg mit dem Dash, okay. Das war auch so eine geheime Truhe, ne? Aber das, da war dieses Ding drin, was wir jetzt hier nutzen. Aber hier kommen wir nicht mehr weg. Können wir die... Nee, können wir nicht anzünden. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Interessant auf jeden Fall, aber... meine Frage ist, kommen wir irgendwie auch richtig in den Friedhof rein? So wie es gewollt ist, dass wir unten über die Gegend laufen können? Weil es sieht so aus, als wenn da keine Gegner mehr. Dann könnten wir uns nämlich jetzt wirklich gut umschauen. Hier in der Gegend. Wenn da keine Gegner mehr sind. Es hat auch die Preisfrage, kommen wir irgendwie wieder da runter. Aber ich glaube, das ging schon, oder? Ich glaube, wir waren schon mal von hier oben nach unten gekommen. Aber vielleicht irre ich mich auch, aber... ich meinte eigentlich, dass wir es schon mal geschafft haben. Oh, das sind doch Gegner, guck mal. Ah, die sind aber nicht mehr unsichtbar, oder? Die halten aber ganz schön viel aus. Die halten ganz schön viel aus. Sehen so ein bisschen aus wie Bloodborne-Jäger. Aus Bloodborne-Jäger. So ein bisschen haben die da irgendwie eine optische Ähnlichkeit. Ah. Das hier oben bringt auch nichts, um wieder runterzukommen. Schauen wir mal. Vielleicht müssen wir einen anderen Weg gehen hier vorne. Wir können ja nicht runter, ne? Nicht so einfach. Nee. Vielleicht von hier. Mit dem Dash? Nö. Sieht schlecht aus. Wir müssen einen anderen Weg finden darunter. So wird das nichts. Wir müssen hier irgendwie runterkommen. Ich glaube, da gibt es gar keinen Weg für uns dahin, oder? Weil von hier kommen wir ja nicht da runter. Ah. Weird. Ganz schön weird. Ganz am Anfang des Spiels war da noch irgendwas versteckt jetzt. Jetzt, wo wir dashen können. Frage ich mich das schon. Hier hin zum Beispiel, aber hier ist nichts, ne? Ah, doch, hier ist bestimmt eine Truhe, oder? Ah! Ne, was ist das? Einfach Ausrufezeichen, okay. Okay. Bam bam badam badam. Bam 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 badam badam bam bam bam.
wir einfach vor allen Gegnern weg können. Ohne Probleme. Was ist hier vorne für ein Weg? Können wir da jetzt hin? Nee. Oh mein Gott, ich glaube aber nicht, dass hier noch was versteckt ist, wenn ich ehrlich bin. Oh, das Ding müssen wir auch noch screenshotten. Okay. Aber auf YouTube ist der Part jetzt erstmal vorbei. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Ach, hier ist noch ein Part. Den screenshot ich auch noch eben. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann, tschüss!